Hallo Welt, da sind wir wieder und wir werden angegriffen von Todeskrallen. Ja, das hat man am Ende der letzten Folge vielleicht schon so erahnen können, dass da irgendetwas passiert. Und das Tragische ist, dass es keine Raider sind. Denn wir sind immer noch unbewaffnet hier oben in den oberen Reihen. Ja, und gegen Todeskrallen macht das keinen Spaß, zu kämpfen ohne Bewaffnung. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir jetzt Waffen verteilen, dann werden als nächstes Raider kommen. Und wir haben ja noch unser Ziel. Töte 9 Raider ohne Waffen. Ich bereue es, dass wir das angefangen haben, das Ziel. Das ist viel zu mühselig. Oh Gott. Und hier unten auch. Und die Todeskrallen ziehen uns fleißig Nahrung ab. Naja. Das war's gleich mit unserem Mr. Handy, was? Oh ja. Also töte 9 Ghule, das war ja auch schon schwer genug, so etwas. Mit bloßen Fäusten, meine ich. Todeskrallen. Raider sind noch gar nicht gekommen diesmal, oder? Ich glaube nein. Dann wird's aber Zeit. Ja, und sie bringen nichts mit, außer Erfahrungspunkte. Aber immerhin bringen sie Erfahrungspunkte mit. Und was hatten wir vor? Mr. Handy reparieren erstmal. Und wir hatten vor, die postapokalyptischen Reiter zu machen, die Aufgabe. Aber vorher gucken wir mal, ob hier vielleicht irgendwer fertig ist. Nein, ist er nicht. Und damit geht's auf die Aufgabe. Und zwar die postapokalyptischen Reiter Teil 2 und sogar schon die zweite von 6 Folgen. Sporensicherung. Suche in Vault 672 nach Hinweisen auf Tod. Ja, unser Team ist angekommen und hurra, wir haben jetzt einen Waffenstillstand mit Krieg. Bis wir die anderen Reiter erledigt haben. Krieg behauptet, die Diener von Tod hätten deswegen Vault 672 angegriffen. Wir machen uns also auf den Weg und sehen nach, ob sie... Und wir werden es nie erfahren, ob sie... Wir können hier nichts scrollen. Ob sie da sind vielleicht. Okay, betreten wir mal. Spurensicherung. Und gleich nochmal. Spurensicherung. Suche nach Hinweisen auf Tod. Und wir sind mit einem starken Team hoffentlich hier draußen. Oh nein. Jonathan Campbell bringt gerade mal Glück, Intelligenz und Stärke mit. Und Olivia Barton bringt aber alles mit. Und Patrick Cox ist mit dabei. Er bringt Agility und Perception mit. Ein wenig Stärke durch seinen Anzug. Na gut. Dann mal rein mit euch. Wie groß ist das hier? Oh, es geht, es geht. Ja, wobei die postapokalyptischen Reiter, war das nicht sowieso eine relativ einfache Quest? Na, ich bin mir nicht so sicher. Ich verwechsel das jetzt mit der Valentinstags-Quest. Oder Quest-Reihe vielmehr. Die war doch relativ einfach.
Naja, ein paar Todeskrallen könnten wir hier schon finden. Das kann passieren. Sollen wir erstmal nach unten fahren? Könnten wir auch. Ach komm, wir gehen hier Stück für Stück durch. Oh nein, Red Skorpione, wie unangenehm. Wow. Dreimal feuert sie das Ding schon ab hier gegen Red Skorpione. Oh, hier geht es gar nicht nach unten. So, ja dann. Ah, da werden einige große Räume drunter liegen, was? Ah, so wie es scheint. Aha, Ghule! Lecker. Saftige Bewohner auch auf den Spuren des Todes. Köstlich. Aber sind sie hungrig genug? So hungrig wie der Hungrige? Ich glaube nicht. Hunger wird sich an Tod laben und seine appetitlichen Reiterkalorien verzehren. Unser Hunger wird euch verzehren. Oh nein, Sie sind nicht nett, oder? Moment mal, können wir nicht kurz darüber reden? Ich habe gesagt, unser Hunger wird euch verzehren. Na ja, dann. Nehmt das. Und in 3 Sekunden habt ihr es überstanden. Sehr schön. Na gut, 5 Sekunden. So ungefähr. Oh, Red Kakerlaken. Nein, Maulwurfsratten. Volltreffer, will ich mal sagen. Ja, weiter geht's in den nächsten Raum, wie es aussieht. Ein geheimer Raum hier oben. Aha, eine Geistlichenrobe oder so etwas. Oh, da sind sie ja. Wie das Aas die Fliegen lockte, so kommen alle daher, um zu sehen, was Tod zurücklässt. Der vierte Reiter ist schwer zu fassen, aber die Pests werden ihn schon finden. Und wenn Pests als letzter Reiter übrig ist, werden gesegnet sein die Verstrahlten. Aber eure ganze Philosophie ergibt keinen Sinn und Pests ist ein bescheuerter Name. Deine Lügen gehen unter im Lärm unserer Unwürdigkeit. Die Pests. Ach, das brauchen wir doch jetzt nicht, oder? Wir vergeben lieber ein Stimpack hier. Na klar, da kippen sie. Volltreffer. Oh, Moment. Da liegt ja noch jemand. Eine Maulwurfsrattenbrutmutter? Den schnappen wir uns hier noch. Liegt einfach da rum und sagt nichts. 2 Etagen noch. Kein Problem, wie es aussieht. Nichts los hier, was?
So ein großer Raum und gar nichts ist hier los. Moment, irgendjemand könnte ein Stimpack vertragen. Right away. Und ja, ein Right away, okay. Hätte nicht sein müssen, aber... So geht's hier wenigstens gut. Oh, wer ist da? Andere Vault-Bewohner. Schön, euch kennenzulernen. Wir sind aus Vault 144. Wir waren Handelspartner von Vault 672. Wir hatten seit Wochen nichts mehr von ihnen gehört. Daher wollten wir nachsehen, was los ist. Wie ihr seht, wurden sie offenbar angegriffen. Oh. Habt ihr von den Reitern gehört? Wir kennen Tod gut. Genau genommen kann euch... und denkt daran, wenn einer von uns fällt, geht die Mission weiter. Eine Nuka-Cola Quantum. Ach. Red Kakerlaken. Genau. Wie jetzt eine nur? Ganz schön Schrott, was? Ja, da haben wir aber nicht wirklich was gefunden. Nichts Schönes, aber wir sind durch. Doch eine Nuka-Cola Quantum war doch dabei. Und die Ziele haben wir erreicht. Suche nach Hinweisen auf Tod. Spurensicherung. Quest abgeschlossen. Belohnungen. Ein Design-Rezeptfragment, ein Lasergewehr und eine Offiziersuniform. 3689 Kronenkorken und eine Nuka-Cola Quantum. Zurück zum Vault. Und ich glaube, wir sparen uns hier die Nuka-Cola Quantum und werden unser Team hier brav alleine nach Hause laufen lassen, ohne eine Nuka-Cola Quantum dort reinzustecken. Wobei bei 2 Stunden... Ja, komm. Wir beschleunigen das Ganze mal, dann können wir wenigstens ein Team nochmal rausschicken auf eine Queste. Und wir sammeln natürlich alles. Alles schön sammeln hier. Duplikate werden verkauft. Das Team ist drin. Oh, wie schön. Das Team ist drin und das Team geht raus. Hey, kommt ihr gar nicht rein? Ihr seid schon drin, hoffe ich mal. Oder? Macht ihr schon Kaffeepause? Ja, sie machen schon. Sie sind schon am Pausieren. Und wir schauen uns an, wo es denn als nächstes hingeht. Moment. Ja, wie wär's denn? Tod entdeckt. Ganz genau. Wie wär's denn damit? Die postapokalyptischen Reiter Teil 2. Tod entdeckt. Erfahre von der Aufseherin von Vault 144 die Wahrheit über Tod. In Vault 672 sind wir auf Bewohner von Vault 144 gestoßen, die Tod kennen, den mysteriösen vierten Reiter. Wie versprochen hat uns ihre Aufseherin kontaktiert und ein Treffen arrangiert, bei dem sie uns erzählen will, was sie weiß. Sie will uns allerdings nicht die Position ihres Vaults verraten, sondern sich stattdessen in einem verlassenen Gebäude treffen. Und wir schicken unser Team hier raus, und zwar Jonathan Campbell, raus mit dir, und Olivia Barton, raus mit dir, und Patrick Cox, raus.
6 Nuka-Cola Quanten kostet es. Ja gut, Quest beginnen. Und damit sind wir am Ende der Folge, liebe Welt da draußen. Wir schauen hier nochmal in unseren Status rein. 15 Stunden und 27 Minuten dauert es im Casino, bis Jonathan Robinson aufgestiegen ist. Aber ich denke, wir werden da noch eine oder zwei kleine Questen, zwei kleine Folgen nochmal aufnehmen. Heute Abend vielleicht. Wenn es denn möglich ist. Von unserer Energie her natürlich. So, liebe Welt da draußen, dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.